Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Züchterinnen und Züchter, wir blicken auf ein weiteres ereignisreiches und in vieler Hinsicht herausforderndes Jahr zurück. Neben all den züchterischen Erfolgen in 2021 nimmt unser Bildungszentrum für Pferdehaltung und Reiten in Schreckanger weiter Form an. Unter dem Dach der Bayerischen Staatsgüter sind wir auf dem Weg, diese einmalige Einrichtung mit all ihren Facetten in die Zukunft zu führen und werden bereits in diesem Frühjahr unseren innovativen Lehrstall für die überbetriebliche Ausbildung hier in Betrieb nehmen können. Voller Vorfreude schauen wir nun auf die neue Zuchtsaison. Unser Dank gilt hier im Besonderen Ihnen, liebe Züchterinnen und Züchter, für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und Unterstützung. In Kürze erblicken die ersten Fohlen das Licht der Welt und dies lässt uns voller Vorfreude nach vorne schauen. Unter anderem erwarten wir voller Spannung den ersten Fohlenjahrgang von Landbescherter Scalatore, der in diesem Jahr das Cover unseres Hengstverteilungsplans ziert. Der geschmackvoll aufgemachte, ganggewaltige Schwarzbraune aus der Hauptgestützzucht brillierte bei seinen ersten Turnierstarts, konnte Siege und Platzierungen mit Höchstnoten für die Grundgangarten verbuchen und siegte zum krönenden Abschluss der Turniersaison im Bayerischen Reitpferdeschampionat in München-Riem. Züchterisch wie sportlich war das vergangene Jahr ereignisreich und voller Höhepunkte. Der erste Fohlenjahrgang des Landbescherers von Cordoba präsentierte sich in seiner Gesamtqualität überragend und auch in turniersportlicher Hinsicht war es für von Cordoba ein Auftakt nach Maß. Der gleichaltrige Landbescherer Corralino aus bedeutendem Holsteiner Mutterstamm überzeugte gleichwohl bei seinen Turnierauftritten. Für besondere Aufmerksamkeit auf der Staatsprämienschau in München-Riem sorgte die dreijährige Halbschwester von Mojito zu Landbescherer Bailadoro. Bereits bei der Stutbuchaufnahme mit Höchstnoten bedacht, avancierte sie zur überlegenen Landessiegerin bei den Reitpferden, was wiederum die Bedeutung der Schreckangerer Stutenstämme verdeutlicht. Neuzugang Ironman Black überzeugt durch seine Typbrillanz, Modernität, die hervorragenden Grundgangarten und Interieurwerte und gilt als besondere Empfehlung für unsere Dressurpferdezüchter. Neben den mit viel Potenzial ausgestatteten jungen Landbeschälern erfreuen sich unsere züchterisch bewährten und hocherfolgreichen Ausnahmesportler des internationalen Dressur- und Springsports Imperio und Cielito Lindo bester Gesundheit und stehen ihnen weiterhin überfrischsam zur Verfügung. Im Bereich der süddeutschen Kaltblüter wird unsere Beschälerregel durch den Steiersohn Sambuca bereichert. Elite-Hengst Rivero, der in den letzten Jahren mit hochkarätiger Nachzucht auf sich aufmerksam machen konnte, und der bedeutende typstarke Verondo, der durch seinen überzeugenden ersten Fohlenjahrgang von sich reden machte, werden unseren Züchtern über Frischsamen zur Verfügung stehen. Im Bereich der Haflinger bereicherte Maxwell, züchterisch bewährt mit hochinteressanter Blutführung, das Lot unserer Besamungsstation. Mit diesem hochkarätigen Hengstangebot freuen wir uns auf die Zuchtsaison 2022. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und Glück in Haus und Hof und stehen Ihnen jederzeit gerne mit unserem erfahrenen Team bei Fragen um das Zuchtgeschehen zur Verfügung. Und nun beginnen wir mit der Hengstpräsentation. Beginnen möchten wir unsere diesjährige Hengstpräsentation mit Elite Hengst Imperio. Sein Vater ist der unter Katrin Poll bis in schwere Dressuren erfolgreiche Connery. Vollblüter Balfour ist Halbbruder des für Spitzenpferde aller Disziplinen verantwortlichen Busoni. Imperio ist ein Hengst, der sportlich gesehen alles erreicht hat. Er war Reservesieger seiner Körung, siegte vierjährig im Trakehner-Championat und wurde fünfjährig Bundeschampion und Vize-Weltmeister. Ein Jahr darauf holte er Bronze, bevor er dann unter Roberto Schmidt zu einem internationalen Dressurstar reifte. Das Paar feierte Siege bis zum Grand Prix auf internationalem Parkett. Hier sehen Sie das Paar bei seinem Siegesritt im Grand Prix von Aachen 2016. Jene Siege führten dann dazu, dass die beiden 2016 in den deutschen A-Kader berufen wurden und als Ersatzpaar mit zur Olympiade nach Rio reisten. Auch züchterisch hat sich Imperio bereits bewährt. 10 gekörte Söhne, davon wurden 5 mit der Prämie ausgezeichnet und 28 Staatsprämienstuten gehen aktuell auf sein züchterisches Konto. 19 seiner Nachkommen sind mittlerweile in der schweren Klasse erfolgreich, darunter sein Sohn Heuberger, der 2016 im Finale des Louis-D'Or-Preises siegte. Mit Goldmond erstellte er den Vize-Bundeschampion Dressur 2015 und 2016. TSF Cayenne RS befindet sich in beeindruckender Art und Weise auf dem Weg zum Grand Prix. 2018 wurde Imperio aufgrund seiner Leistung
und Vererberqualitäten verdientermaßen mit dem Titel Trakehner Hengst des Jahres ausgezeichnet. Imperio erfreut sich bei uns bester Gesundheit und wir freuen uns sehr, dass er so guten Zuspruch durch die Züchterschaft erfährt. Der ausdrucksstarke Bailadoro macht mit einem großlinigen und dabei geschlossenen und praktischen Körperbau im Seitenbild auf sich aufmerksam. Sehr gut bergauf konstruiert, setzt er sich ebenso bei größtmöglichem Engagement des Hinterbeins in Bewegung. Besonders zur Geltung kommt dies in seiner mit Höchstnoten zu bewertenden Galoppade. Schon Vater Bailando von Körsieger Boston und der Bayernsiegerin Dubarry konnte mit einem zweiten Platz im 50-Tage-Test in Schlickau überzeugen. Bailadoros Mutter, Alicante, ist eine Tochter des ehemaligen Bundeschampions und Vize-Weltmeisters der fünfjährigen Dressurpferde und späteren Grand Prix-Siegers Imperio. Eine wertvolle zusätzliche Untermauerung hinsichtlich seiner Dressureignung erfährt das Pedigree von Bailadoro durch die Stud-Leistungsprüfungssiegerin Antigua und den Grand Prix erfolgreichen Dressurvererbern Rubin Royal und Rivero II in den weiteren Generationen. Bailadoro selbst absolvierte seinen 50-Tage-Test in Schlickau erfolgreich in 2019. Seine Vollschwester Alicanda wurde auf der Staatsprämienschau im darauffolgenden Jahr zur strahlenden ersten Reservesiegerin gekürt und beendete ihre Stud-Leistungsprüfung als zweitbeste Stute mit Höchstnoten für die Grundgangarten und die Rittigkeit. Auch in 2021 wurde die Erfolgsgeschichte des Stutenstamms mit Halbschwester Antoinette von Mojito, die überragende Siegerstute der Staatsprämienschau in München-Riem, wurde fortgesetzt. Ebenso folgten Bailadoros Turnierstarts und Platzierungen in Dressurpferdeprüfungen. Bailadoro steht Ihnen in diesem Jahr wieder über Frischsamen zur Verfügung. Max Kühne mit Cielito Lindo. Ganz, ganz schwer zu sagen, wie das ist. Die Zwischenzeit spricht er eigentlich so ein bisschen für Felix Hassmann. Aber diese Wendung, da hat er definitiv diesen kleinen Hauch, den er vorhin in der Zwischenzeit hinten dran war, wieder wettgemacht. Wir müssen auf die Endzeit gucken und das wird sowas von spannend. 36, die Uhr springt noch knapp auf 37 um Cielito Lindo, den wir hier haben. Der schiebt sich mit dieser bombastischen Runde hier von Max Kühner in Führung. Opolensky, Diamor de Semeli, Cassini 1, Cantus.
So lautet das vielversprechende Pedigree von Landbeschäler Corallino aus der Holsteiner Erfolgszucht von Jürgen Hattebuhr. Absolut typstark und funktional konstruiert im Körper, überzeugt Corallino auch unter dem Sattel mit hohen Rittigkeitswerten, guter Balance und einem kraftvollen Bewegungsablauf. All dies weiß er auch am Sprung hervorragend umzusetzen. Mit sehr gutem Ablauf und Vermögen, sehr viel Übersicht und Gelassenheit bewältigt er die Abmessung mühelos und absolut lässig. Im Herbst 2020 legte Corallino seinen 50-Tage-Test in Adelheidsdorf mit einer gewichteten Endnote von 8,08 erfolgreich ab. Im vergangenen Jahr konnte der Ausdrucksstrahl Corallino seine ersten Turniererfahrungen sammeln und platzierte sich auf Anhieb in mehreren Springpferdeprüfungen. Für mich ein absoluter Hingucker im Parcours. In diesem Jahr erwarten wir schon voller Spannung Corallinos ersten Fohlenjahrgang und stellen Ihnen den Hengst wieder über Frischsamen über unsere EU-Besamungsstation zur Verfügung. Aus dem direkten Mutterstamm von Corallino stammen unter anderem der gekürte und im internationalen Sport unter Christian Ahlmann hocherfolgreicher Hengst Cassus von Cassini 1, Conterno von Contender und der Seriensieger in der schwärenden Klasse Guy Brissot von Kidam de Revel und viele mehr. Die Aufstellung genommen hat Landbeschäler Lucido. Mit sehr viel Ausstrahlung und einem großlinierten, plastisch bemuskelten und bergauf konstruierten Körper besticht Lucido im Seitenbild. Ein Hengst, der egal wo er auftritt, alle Blicke auf sich zieht. In den Grundgangarten zeichnet sich der Schritt durch viel Raumgewinn, Takt und natürlichen Fleiß aus. In der Trabbewegung besticht Lucido durch das kraftvolle Abfußen des Hinterbeins bei maximaler Lastaufnahme und Schubentfaltung, sehr gute Schulterfreiheit, effektvoll bergauf getragen in wunderschönem Seitenbild. Die sehr guten Rittigkeitswerte, die hohe Leistungsbereitschaft, seine positive Einstellung und der ausgeglichene Charakter runden den guten Gesamteindruck von Lucido ab. Vater Luis Figo war gefeierter Prämienhengst der Süddeutschen Körung in München im Jahr 2014. Mutter Antigua aus der Hauptgestützherde brachte neben Lucido die Europameisterin im Einspännerfahren DSP Annabel von Chakiri DL und Staatsprämienstute Alicante von Imperio, die wiederum die Mutter von Landbeschäler Bailadoro und dessen Vollschwester Alicanda der ersten Reservesiegerstute der Staatsprämienschau 2020 ist. Bei seinen ersten Turnierstarts konnte sich der typüberlegene Lucido auf Anhieb hoch platzieren und zeigte dabei eine große sportliche Perspektive auf. Für Sie stellen wir Lucido dieses Jahr im Natursprung zur Verfügung.
Mit Van Córdoba möchten wir Ihnen einen ganz besonderen Hengst präsentieren, der für mich in der Gesamtbetrachtung den modernen Springpferdetyp verkörpert. Topmodern, großrahmig und harmonisch konstruiert mit plastischer Bemuskelung, so präsentiert sich der geschmackvoll aufgemachte Van Córdoba hier im Seitenbild. Van Córdoba ist ein Hengst, der nicht nur durch seinen besonderen Charme und die Typbrillanz auffällt, sondern auch durch seine Bewegungsqualität zu überzeugen weiß. Der Schritt ist geprägt von gutem Gleichmaß, natürlichem Fleiß und gutem Raumgewinn. Locker, schwungvoll und gewinnend präsentiert er sich im Trab. Die Galoppade ist geprägt von sehr viel Elastizität, guter Übersetzung, dem lastaufnehmenden Hinterbein, der guten Balance und Bergauftendenz. Am Sprung ist Van Córdoba mit allen Möglichkeiten ausgestattet. Hier weiß er mit Souveränität, kraftvollem Abfußen, Geschmeidigkeit im Ablauf und viel Vermögen zu überzeugen. Seinen 50-Tage-Test absolvierte er 2020 mit einem hervorragenden Endergebnis von 8,36. Unter seinem Reiter Sönke Kurok begann für Van Córdoba 2021 die erste Turniersaison. Es war ein Auftakt nach Maß. Mehrere Siege und Platzierungen, durchgängig mit Noten über 8,0, gingen auf das Konto des Paares und lassen Großes erwarten. Auch sein erster Fohlenjahrgang überzeugte auf ganzer Linie. Sehr einheitlich, ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, langbeinig und langliniert im Körper, mit viel Bewegungsqualität, dabei mit überaus kraftvoll abfußendem Hinterbein ausgestattet, so präsentierten sich alle Fohlen und erhielten Höchstnoten in den bewerteten Merkmalen. Van Córdoba, ein Sportler durch und durch aus hocherfolgreichem Mutterstamm. Für Sie in diesem Jahr wieder über Frischsamen erhältlich. Am Start ist Asti Spumante und Thomas Müllbauer. Ja, Thomas Müllbauer aus Kötzting in Bayern ist einer der wenigen Bayern, die wirklich im ganz großen Sport mitreiten können. Mehrfacher bayerischer Meister, der Mann. Und hier sitzt er auf einem wunderbaren Pferd. Asti Spumante ist im Hauptberuf Liebhaber. Er ist nämlich ein Deckhengst aus dem Landgestüt Schweiganger. 9 Jahre alt, stammt von Argentinos und ist ein Pferd mit einem unglaublichen Charme, wie Sie sicherlich selber sehen. Ganz viel Gummi, ganz viel Eleganz hat dieses Pferd. Der braune Springhengst mit Kämpferherz verließ bereits seine Körung in Vechta als Prämienhengst und qualifizierte sich als junges Pferd 2-mal für das Bundeschampionat in Warendorf. 7-jährig startete er erstmals in Springprüfungen der schweren Klasse und konnte seither unzählige herausragende Erfolge verbuchen. Unter seinem ständigen Reiter Thomas Mühlbauer gewann er den Nationenpreis in Hickstedt, wurde 2. in den Nationenpreisen von Madrid und Calgary und feierte 2009 die Mannschaftsbronzemedaille bei den Europameisterschaften in Windsor. Nur knapp verfehlte dieses sympathische Ausnahmetalent das Treppchen in der Einzelentscheidung und beendete die Europameisterschaft als Gesamtfünfter.
Mit kraftvollem, energisch unter den Schwerpunkt fußendem Hinterbein und sehr guter Schulterfreiheit präsentiert sich der bergauf konstruierte, plastisch bemuskelte Hengst Beau Rivage im Trab und im Galopp. Im Schritt zeigt es sich mit einem unerschütterlichen Takt, gutem Raumgewinn und Vorgriff aus dem Vorderbein. Ein kompletter Hengst, dessen guter Gesamteindruck durch den ausgeglichenen Charakter und die hervorragenden Rittigkeitswerte komplettiert wird. Der großrahmige, ausdrucksstarke Hengst absolvierte 2019 seinen 50-Tage-Test in Schlickau mit einer dressurbetonten Endnote von 7,9 und hat damit seinen endgültigen Leistungsnachweis für das Hengstbuch 1 erreicht. Über den Vater Bossa Nova, mittlerweile selbst erfolgreich in Dressurprüfungen der schweren Klasse, führt er das begehrte Blut des Körsiegers Boston. Mutter Dubarry lieferte bereits den gekörten Sohn Ballando von Boston, die unter unserer Ausbilderin Michaela Förtsch in der Mitte 1 siegreiche Tochter Deborah von Imperio und drei weitere Staatsprämienstuten. Beau Rivage selbst war in 2021 mehrfach platziert und siegreich in Dressurpferdeprüfungen bis zur Klasse L und steht Ihnen auch in diesem Jahr über Frischsam zur Verfügung. Möchte ich Ihnen unseren Shootingstar Landbeschäler Scalatore präsentieren. Der großrahmige, formschöne, mit ganz viel Strahlkraft ausgestattete Scalatore wurde hier bei uns im Hauptgestüt geboren. Das Seitenbild ist geprägt von einer gut angesetzten Halsung, einer großzügig angelegten Schulterpartie und der guten Sattellage. Neben seiner tollen Typprägung und der stattlichen Erscheinung überzeugt Scalatore mit drei hervorragenden Grundgangarten, hohen Interieur- und Rittigkeitswerten. Im Schritt ist er mit einem unerschütterlichen Takt, sehr gutem Raumgriff und natürlichem Fleiß ausgestattet. Ein weiterer Höhepunkt ist die mit ganz viel Elastizität und Schwungentfaltung ausgestattete, kraftvoll bergauf getragene Trabmechanik. Besonders hervorzuheben ist die Galoppade. Mit ganz viel Tragkraft durch das Hinterbein, in natürlicher Selbsthaltung und Balance, kraftvoll abfußend bergauf,
Mit sehr gutem Vorgriff aus dem Vorderbein in wunderschönem Seitenbild präsentiert er sich hier in der Galoppade. Über seine Mutter Rose Garden führt Scalatore das begehrte Blut des leider viel zu früh von der züchterischen Bühne abgetretenen Boston. Großmutter Elite-Stute Rivera Nera von Rautenstein Argentan II und Duden II ist die Vollschwester zu Landbeschäler Rivero II, ein Garant für Rittigkeit und Leistungsbereitschaft. Im Jahr 2021 präsentierte sich Scalatore mit hervorragenden Auftritten bei seinen ersten Turnierstarts. Er war mehrfach siegreich und hochplatziert in Reitpferde- und Dressurprüfungen mit Höchstnoten. Als Höhepunkt und krönenden Abschluss seiner ersten Turniersaison sicherte er sich den Titel des Bayerischen Reitpferde-Champions der 3- und 4-jährigen Hengste in München-Riem. Voller Spannung erwarten wir nun seinen ersten Fohlenjahrgang und freuen uns auf seine Fohlenschau im Juli diesen Jahres. Zacharia. Auf dem Hengstmarkt in Pferden wurde er gemeinschaftlich mit dem Haupt- und Landgestüt Schweiganger erworben. Im Januar begannen wir mit dem Einreiten und Zacharia offenbarte seine exzellente Arbeitseinstellung. Sein Vater, der Warendorfer Landbeschäler Zoom, wurde seinerzeit auf dem Gestüt Blue Horse durch die Herren Hevert, Hettlich, Treu und Beckmann entdeckt und für das Landgestüt gesichert. Es folgte die Auszeichnung als Prämienhengst in Münster und in Pferden. Mittlerweile brilliert Zoom mit hellen langen Hahnenberg und eilt von Sieg zu Sieg. Aber auch vererbungstechnisch setzt er Maßstäbe und war auf jedem Körplatz vertreten. Abgesichert wird sein Pedigree durch Fürst Nymphenburg und Davignon. Aus diesem Stamm entspringen auch Fusionist, der Fürstenballsohn Pharrell und Wandervogel 1 bis 4 sowie die Weltmeisterin Scarabor. Zacharia ist erst wenige Wochen unter dem Sattel. Und ich hoffe, Sie zu Hause vor den Bildschirmen geben mir recht. Ein Hengst mit allen Möglichkeiten. Auch Sattelmeisterin Birte Senftleben freut sich schon darauf, Zacharia während der Stationszeit in Pferden weiter reiterlich fördern zu können. Aus dem Züchterhaus der Familie Andreas Meyer in Blech bei Nürnberg präsentiert sich dieser formschöne, mit ganz viel Strahlkraft und Adel ausgestattete Hengst Ironman Black M unter dem Sattel seiner jungen Reiterin Hannah Peter. Großrahmig, harmonisch konstruiert, mit langlinierten, funktionalen Partien und durch einen kräftigen Rücken verbunden, so beschreibe ich Ihnen Ironman Black M im Seitenbild. Ja, diesen bergauf konstruierten Körper weiß er vortrefflich in Bewegung zu setzen. Im Trab und Galopp zeigt er sich sehr leichtfüßig, energisch abfußend aus dem Hinterbein, mit viel Lastaufnahme und Schulterfreiheit in natürlicher Anlehnung bergauf. Der Schritt ist mit einem unerschütterlichen Takt, natürlichem Fleiß und gutem Raumgewinn ausgestattet. In 2021 war Ironman siegreich und hochplatziert in Reitpferdeprüfungen. Seinen Sporttest dieses Jahr absolvierte er mit durchweg guten Noten für die Grundgangarten und die Rittigkeit mit einer abschließenden Gesamtnote von 8,03.
Zurückgehend auf die Trakehner-Eliten des fränkischen Gestüts Eichen brachte Mutter Utopie, eine direkte Tochter des Weltmeier, mit Vollschwester Ilse Marie M., eine weitere Seriensiegerin in Reitpferdeprüfungen und Hannoveraner Prämienanwärterin mit Zulassung zu Harvard von der Dekenschau 2020. Die Urgroßmutter Ulrike brachte neben hochbonitierten Töchtern den gekörten Hengst Meklis Ulyanov, damals Reservesieger der Trakehner-Körung 1995, und ist Großmutter des Hengstes Uckermärker, einstiger Landbeschäler Neustadt-Dosse. Vater Askatz Ibiza, momentan in aller Munde, aktuell 9-jährig und in der schweren Klasse erfolgreich, kann bereits auf 26 gekörte Söhne und 13 Staatsprämienstuten verweisen. Ivyman Black M., eine ganz besondere Empfehlung für unsere Dressurpferdezüchter. Bereits bei seiner Körung begeisterte der patente Van Gogh, der vor allem durch seine selbstverständliche Art und die erstklassigen Grundgangarten die Sympathien auf sich ziehen konnte. Van Gogh wurde 2014 Bewegungssieger und zweiter Reservesieger seiner Körung. Im Körper weist er harmonische Partien und eine schön geschwungene, kräftige Oberlinie auf. Das Fundament ist trocken und zum Körper passend. Absoluter Höhepunkt sind der gelassene, schön durch den Körper schreitende, stets geregelte und gewinnende Schritt und der elastische, raumgreifende Trab. Damit punktete er auch bei der Bundeskaltblutschau anlässlich der Grünen Woche in Berlin 2017 und wurde gefeierter Bundesreservesieger. Sein Zuchtwertschätzungsergebnis liegt momentan bei 113. Auch Van Goghs Nachzucht macht von sich reden. Seine in allen Merkmalen überlegene Tochter Ravena aus der Hauptgestützzucht wurde auf der Staatsprämienschau 2020 als Landessiegerstute herausgestellt. Auf der Hauptkörung 2020 stellte er seinen ersten gekörten Sohn Vincent W. aus der Zucht von Georg Fritzmeier aus Hausham. Vincent W. absolvierte dann 2021 seine Hengstleistungsprüfung mit Höchstnoten für die Einzelmerkmale und siegte überlegen mit einer gewichteten Endnote von 8,95. Nicht nur im Gespann, sondern auch unter dem Reiter macht Van Gogh eine gute Figur und begeistert durch seine Leistungsbereitschaft, durch seine Einstellung und Rittigkeit unter dem Sattel unserer Auszubildenden Katja. Unseren Landbeschäler Normativ zeigen wir Ihnen heute in der urtümlichen Art der Waldbewirtschaftung, dem Holzrücken. Das Holzrücken hat im Staatsgut Haupt- und Landgestüt Schweckanger eine lange Tradition und ein Teil des betriebseigenen Waldes wird auch heute noch mit unseren süddeutschen Kaltblütern bewirtschaftet. Diese Art der Waldarbeit schont den Boden und die Umwelt und es werden unwegsame Stellen erreicht, wo man mit Maschine nicht hinkommen würde. Der Einsatz im Wald verlangt unseren süddeutschen Kaltblütern einiges ab. Ganz wichtig ist hier der ausgeglichene Charakter, die Intelligenz und vor allem aber auch die Trittsicherheit. All diese Kriterien bringt Körreservesieger und ZLF-Sieger des Jahres 2008 Normativ mit sich. Seine Hengstleistungsprüfung absolvierte er mit einer Endnote von 8,11 und er weist einen deutlich positiven Zuchtwert auf, wobei jener für seinen Trab hervorragt. Seine Mutter Prinzessin erhielt auf der Landesstutenschau 1999 die Staatsprämie und wurde später aufgrund ihrer Eigen- und Nachkommenleistung mit dem Titel Elitestute ausgezeichnet. Hier ist zudem ihr Typ und überaus bewegungsstarker Sohn Nico zu erwähnen, der zweiter Reservesieger seiner Körung 2010 wurde. Großvater Ramsprinz war Bayern- und Bundessieger. Normativs Zuchtwert liegt aktuell bei 108. Und drei seiner Töchter wurden mit der Staatsprämie ausgezeichnet. Typstark, mit viel maskulinem Ausdruck, bergauf konstruiert, mit sehr gut angesetzter und ausgeformter Halsung,
und einer großzügig linierten Schulter und Gruppenpartie. So würde ich Ihnen unseren Landbeschäler van Dijk im Seitenbild beschreiben wollen. Obendrein ist er mit einem geschmeidigen, sehr dynamischen Bewegungsablauf im Trabe ausgestattet. Sein ebenso qualitätvoller Schritt hat gleichwohl dazu beigetragen, dass van Dijk seinerzeit zum zweiten Reservesieger seiner Körung ausgerufen wurde. Zusätzlich ist der formschöne Fuchs über die Kombination Fitus, Nussknacker, Ramsprinz, Ramsach und Neptun sehr interessant gezogen. Die Hengstleistungsprüfung absolvierte er mit einer Note von 7,35. Er hat einen derzeitigen Zuchtwert von 119 und seine ersten Nachkommen erlangten die höchste Bewertung der Fohlenschauen in 2019 und 2021. Van Dijk, ein formschöner, ausdrucksstarker Hengst mit hervorzuhebendem Bewegungspotenzial. Mit Sambuca von Steyr aus einer Mutter von Valai präsentieren wir Ihnen einen ganz patenten Hengst mit viel Hengstausdruck, guter Körperharmonie und plastischer Bemuskelung. Sein Körperbau besticht durch die langlinierten und großzügig angelegten Partien. Die Oberlinie ist schön geschwungen und kräftig. Er steht auf einem guten und korrekten Fundament. In der Bewegung besticht der Hengst besonders durch seinen geregelten und fleißigen Schritt und den ergiebigen, lockeren Trab. Sambuca, ein ganz patenter Hengst mit gut modelliertem Körper, einem dynamischen Bewegungsablauf und hervorzuhebenden Charaktereigenschaften. Sein Zuchtwert beträgt aktuell 117 und auf das züchterische Konto gehen mittlerweile ein gekürter Sohn und 3 Staatsprämienstuten. Sein Vater Steyr, wie auch seine Mutter Rose und Großmutter Roxy wurden aufgrund ihrer guten Eigen- und Nachkommenleistung mit dem Elitetitel ausgezeichnet. Der in allen Merkmalen bestechende Sambuca steht unseren Züchtern in diesem Jahr im Natursprung zur Verfügung. Typstark, mit viel maskulinem Ausdruck, harmonisch und bergauf konstruiert mit plastischer Bemuskelung. So präsentiert sich Maxwell uns hier im Seitenbild. In der Bewegung zeigt es sich sowohl im Trab als auch im Galopp mit viel Lastaufnahme durch das Hinterbein, guter Schulterfreiheit und Bergauftendenz. Der Schritt ist geregelt, fleißig und sehr gewinnend. Besonders hervorzuheben ist auch der ausgeglichene Charakter dieses charmanten Hengstes, der die Arbeit mit ihm jeden Tag zur Freude werden lässt. Maxwell wurde 2017 auf der Süddeutschen Körung in München-Rhien gekürt und absolvierte dort 2 Jahre später seine Hengstleistungsprüfung. Er stammt aus dem ersten Jahrgang des in Spring- und Dressurprüfungen erfolgreichen Marengo R und ist ein Urenkel des Elite-Hengstes Mithras. Die aus dem Ursprungszuchtland stammenden Stutenlegenden Larissa und Blitze finden sich ebenfalls im Pedigree wieder. Maxwells Mutter, die Elite- und Staatsprämienstute Rilena, stammt ab von Elite-Hengst und Weltreservesieger Notting Hill und geht auf den bewährten Tiroler Mutterstamm der Weltsiegerstute von 1995 Rimalda zurück. Dort finden sich Namen wie die des Weltsiegers Amadeus und Vererbungslegende Winterstein wieder. Maxwells erste beiden Fohlenjahrgänge haben alle Erwartungen übertroffen. Er stellte bereits zahlreiche Siegerfohlen in Baden-Württemberg wie auch in Westfalen und kürzlich wurde auf der Winterkörung in Marbach sein erster Sohn Monte Carlo gekürt. Mit Maxwell bieten wir Ihnen einen hochinteressanten Hengst über unsere EU-Besamungsstation an.
Mit Nanook präsentieren wir Ihnen einen ganz charmanten Hengst. Der mit Substanz und viel Präsenz ausgestattete Enkel des Nakuri zeigt im Seitenbild eine gute Linierung, großzügige Partien und eine gute Körperplastik. Der Hengst wusste schon bei seiner Körung in der Bewegung seinen Körper sehr gut einzusetzen. Der Schritt ist stets taktsicher und gelassen schreitend. Im Trab und Galopp weiß er sich sicher, mit natürlichem Gleichgewicht darzustellen. Nanook absolvierte seine Hengstleistungsprüfung mit einer gewichteten Endnote von 7,74. Auf der Süddeutschen Haflinger- und Edelblut-Haflinger-Körung 2020 in München-Riem stellte Nanook mit Noak B. aus der Zucht von Frank Bleicher aus Wieset seinen ersten gekörten Sohn, der zudem aufgrund seiner überragenden Typprägung, der drei guten Grundgangarten und dem vermögenden Freispringen mit dem Titel Prämienhengst ausgezeichnet wurde. Nanook, ein ganz charmanter Hengst mit guten Grundgangarten, den wir Ihnen im Natursprung in diesem Jahr zur Verfügung stellen. Der moderne und sehr geschmackvoll aufgemachte Hengst Rivero begeisterte bereits bei seinen ersten Auftritten anlässlich seiner Körung. Seinen sehr gut konstruierten und funktionalen Körper weiß er ausdrucksvoll in Bewegung zu setzen. Der Ablauf im Schritt ist geprägt durch viel natürlichen Fleiß und Gleichmaß. Im Trabe präsentiert er sich mit kraftvollem Antritt und stets unter den schwerpunktfußenden Hinterbeinen mit viel Elastizität in natürlicher Selbsthaltung, sowohl im Freilaufen als auch an der Hand. Über seine Mutter, Staatsprämienstute Normandie, führt er das Blut des schweren Warmblüters Geronimo. Großmutter, Staatsprämienstute Nelke von Schledorf, rangierte 1995 bei ihrer Leistungsprüfung mit einer gewichteten Endnote von 8,7 überlegen auf Rang 1. Vater Rubinstein wurde aufgrund seiner guten Eigen- und Nachkommenleistung mittlerweile gegen zahlreiche Staatsprämientöchter und drei gekörte Söhne auf sein züchterisches Konto mit dem Titel Elitehengst ausgezeichnet. Rivero tut es nun seinem Vater gleich. Er stellte auf der Hauptkörung 2019 den mit absolut überragender Typprägung ausgestatteten ersten Reservesieger und Bewegungssieger Rubino und 2020 den zweiten Reservesieger Remember und erhielt demnach im vergangenen Jahr aufgrund seiner Eigen- und Vererbungsleistung den Titel Elitehengst verliehen. Aktuell weist Rivero einen Zuchtwert von 129 auf und steht unseren Züchtern auch in diesem Jahr erneut wieder über Frischsamen zur Verfügung. Mit Ganderas bereichert ein überaus typstarker Junghengst von Ganymedes aus der Staatsprämienstute Firngräfin von Fandino Dierenstein unsere diesjährige Hengstkollektion. Ganymedes, der 3 Jahre lang als Pachthengst in Schweizer stationiert war, hinterlässt dem HLG einen charmanten, nahezu ideal konstruierten und mit sehr guten Grundgangarten ausgestatteten Nachkommen. Im Schritt präsentiert er sich mit ganz viel Gleichmaß und entsprechendem Raumgewinn. Im Trabe zeigt er sich mit ganz viel Tragkraft und energischem Antritt aus dem Hinterbein bergauf,
mit sehr viel Schulterfreiheit und Balance in wunderschönem Seitenbild. Die Mutter des formschönen Junghengstes, Firngräfin, brachte neben Granderas auch den zweiten Reservesieger seiner Körung 2020, Verondo von Veron, und den Bayern-Sieger des ZLF 2016 und Bundessieger 2017, Salieri S. von Solero und Schönbrunn von Chongun. Nach seiner bestandenen Hengstleistungsprüfung werden wir nun mit Spannung seinen ersten Fohlenjahrgang dieses Jahr erwarten. Granderas, ein ausdrucksstarker, formschöner und bewegungsstarker Hengst aus bewährtem Mutterstamm. Der zweite Reservesieger der Süddeutschen Kaltblutkörung 2019, Verondo, überzeugt durch seine überaus typvolle Aufmachung mit viel maskulinem Ausdruck, dem großrahmig angelegten, harmonisch konstruierten Körper und seiner insgesamt bedeutenden Erscheinung. Der stattliche Fuchshengst begeisterte bereits die Körkommission mit seinem raumgreifenden, taktsicheren Schritt und der kraftvollen, mit energischem Antritt aus der Hinterhand effektvoll vorgetragenen Trabmechanik. Die Mutter Firngräfin von Fandino brachte bereits den Bayern-Sieger des Zentrallandwirtschaftsfestes in München 2016 und Bundessieger von Berlin 2017, Salieri S. von Solero, Schönbrunn von Chogun und den ebenfalls in Schweiganger stationierten, mit überragender Bewegungsqualität ausgestatteten Granderas von Ganymedes. Verondos erster Fohlenjahrgang 2021 wusste auf ganzer Linie zu überzeugen. Seine Nachkommen bestachen vor allem durch die tolle Typprägung und ihre Einheitlichkeit, die gut linierten Halsungen, die kräftige Oberlinie, das harmonische Seitenbild und das korrekte Fundament. In der Bewegung überzeugten die Fohlen allesamt durch einen sehr guten Antritt aus dem Hinterbein, das gute Gleichmaß und die Losgelassenheit und Schwungentfaltung. Verondo, ein sehr stattlicher Hengst mit bedeutendem Aufriss und kraftvollem Bewegungsablauf aus bewährtem Mutterstamm. Die Einsatzmöglichkeiten des süddeutschen Kaltblüters sind vielseitig. Und so sehen wir hier unseren Landbeschäler Nurjev mit unserer Auszubildenden der Fachrichtung Klassische Reitausbildung Vera unter dem Sattel. Der imposante, typstarke braune Hengst weiß durch seinen formschönen Körper zu bestechen. Mit einem guten Aufsatz und einer sich zum Kopf hin verjüngenden Halsung, langlinierten und gut gelagerten Partien kann man Nurjevs harmonischen Körper im Seitenbild charakterisieren. All dies kommt ihm bei seiner Arbeit sowohl unter dem Sattel als auch vor der Kutsche entgegen. In schöner Anlehnung, mit viel Gleichmaß bei gutem Raumgewinn, präsentiert er sich hier im Schritt und im Trabe. Besonders hervorzuheben sind auch hier seine positiven Charaktereigenschaften, die dem vielseitigen Gebrauch zuträglich sind. In seiner Hengstleistungsprüfung siegte Nurjev mit einer Endnote von 8,36. Auch sein Zuchtwertschätzungsergebnis liegt im positiven Bereich. Über seine Mutter, die Hauptgestützstute Normana von Normano, und seinen Vater Nussknacker ist Nurjev auf Norica eingezogen. Über seinen Urgroßvater Geronimo führt er das Blut des schweren Warmblutpferdes. Patty Winkel halten wir einen ganz besonderen Hengst für Sie vor. Der bei Peter Funk aus Wallgau geborene Hengst ist hochinteressant gezogen und eine Bereicherung für unsere Hengstkollektion. Patty Winkel stammt ab von Rasso, aus der Elite- und Staatsprämienstute Kretel von Elite-Hengst Viktor und hat 2020 seine Beschälerbox hier im Haupt- und Landgestüt Schweiganger bezogen. Patty Winkel zeichnet sich vor allem durch seinen hervorragenden Charakter, die ausgezeichnete Typprägung, den großlinigen und harmonisch konstruierten Körper, das sehr trockene, korrekte Fundament und seine Bewegungsgüte aus. All dies vermag er auch an seine Nachkommen weiterzugeben.
Bereits 2014 wurde ihm aufgrund seiner ausgezeichneten Eigen- und Vererbungsleistung der Titel Elitehengst verliehen. Und mittlerweile gehen 14 Staatsprämienstuten und 3 gekörte Söhne, darunter der 2. Reservesieger der Körung 2013 Retter, der 2015 gekörte Rieksee und der 2020 gekörte Rietsee auf sein Erfolgskonto. Ruperti Winkel, eine absolute Empfehlung für unsere Züchter des süddeutschen Kaltbluts.